Damals beschreibe ich auch in meinem Buch, ich war glaube ich 11 oder 12 und dann habe ich Nicole im Fernsehen gesehen. Und sie hat dann ein bisschen Friede gesungen und ich war wirklich, habe gedacht, wow, was ein cooler Welt. Showbiz und die Leute lieben dich und du kannst singen und performen und es gibt Glitter. Und seitdem genieße ich das immer, jedes Jahr. Ist nicht immer guter Geschmack, aber es macht Spaß und jetzt auch gemeinsam mit meiner Tochter dann Punkte zu geben und die Klamotten dann zu schauen und alles. Also Dienstag sitze ich vom Fernseher, Donnerstag wieder und dann Samstag natürlich die große Finale. Und ich habe die meisten große Grand Prix Stars auch schon mal kennengelernt. Johnny Logan habe ich kennengelernt. Ich habe die zwei Männer von ABBA einmal hallo gesagt. Also das war schön. Nicole natürlich. Catherine in the Waves habe ich aan het TV schon kennengelernt, also ganz viele. Aber es gibt eine, und das ist wirklich für mich eine Legende. Sie hat damals nicht gewonnen, finde ich noch immer unglaublich. Weil für viele Grand Prix Fans ist das Lied, was die Dame damals gesungen hat, ich glaube, das war in 75, ist eigentlich ein Klassiker, ein Grand Prix Klassiker. Und das Coole ist jetzt, wir sind hier auf dem Buca, dass ab Donnerstag wird es eine Premiere geben. Und eine Premiere natürlich ohne Joy, weil die ist seit mehrere Jahren nicht mehr unter uns. Aber für mich ist sie noch immer unvergessen, eine Legende, eine riesen Weltklasse Stimme. Und dass ich jetzt dann hier einmal wirklich das Lied, was ich auf mein aktuelles Album in Duettform gesehen habe, auch live in Duettform singen kann, das habe ich zu danken an die ganze Organisation hier und an die ganz liebe Jeanette Friedrich, die Hauptdarstellerin von dem Musical. Also ein riesen Applaus!
Dreimal pro Woche gespielt, oder? Also unbedingt mal vorbeischauen. Okay, schick mir Bilder, wie das dann war. Alles Liebe, Dankeschön. Wow.